Buongiorno Gianpaolo. Oder auch guten Tag. Es ist Samstag, 14 Uhr, glaube ich. Ich war schon einkaufen. Ich muss gleich noch aufräumen, muss gleich dieses noch und jenes noch machen. Aber vorher wollte ich euch zeigen, wie ich Kaffee trinke. Und euch einmal die Feiertagskollektion vorstellen, sowie die Kollektion zum Bewusstsein von Brustkrebs. Ich würde mal sagen, ich fange an mit dem Flyer. Hier seht ihr einmal die Düfte, die es mit dieser kleinen süßen Tasche gibt. Wir haben einmal Vanilla Barnwood, Cherries Jubilee, Rum Pum Plum, Sleigh Ride und Cranberry Candy Cane. So, und weil ich ja mittlerweile auch ein bisschen dazugelernt habe, Cheerio Miss Soapy, Pidi, was ist? Habe ich die Duftbeschreibungen vorne draufgeklebt. Wir fangen an mit dem Cranberry Candy Cane. Rar, zur Verfeinerung einer traditionellen Süßspeise werden frische Preiselbeeren und Granatäpfel mit Pfefferminzstäbchen verrührt. Ich denke mir, es ist ja einfach noch so warm, ne? Es ist so warm bei uns. Du hast ja überhaupt noch gar keine Lust auf Herbst. Also es ist einfach ekelhaft warm und ich bin da überhaupt nicht für. Ich möchte jetzt endlich Herbst, gefallene Blätter haben und ja, ekelhaft. Regentage, Waldspaziergänge in einem feuchten Wald, also wenn es gerade geregnet hat. Der Wald, ach, naja, wir fangen aber heute mit einem warmen Duft an. Nein, mit dem Feiertagsduft. Cranberry Cane. Also ich rieche die Pfefferminzstange. Er ist nicht besonders süß. Aber du hast so ein bisschen traditionellen Preiselbeeren und Granatapfel, ja. Du hast die fruchtige, beerige Seite. Aber du hast auch diese Minzstangen. Also ich denke, alle von Candy Cane Düften und die Beeren mögen, werden den Cranberry Candy Cane gerne mögen. Ich finde ihn gut. Ich habe die alle noch nicht getestet. Ich habe die erstmal für Proben geparkt und. Ich denke aber, den könnte man demnächst mal in die Lampe schmeißen, weil es ja echt wirklich noch so pupswarm ist. Dann kommen wir jetzt zu dem Sleigh Ride. Und da steht, lassen Sie inmitten von frischer Luft, aromatischen Tannennadeln und einem Hauch von herber Preiselbeere den Alltag hinter sich. Nadeldüfte mag ich total gerne. Oh. Und kennt ihr Disneys Magic of Season? Diesen Nadelduft? Du hast hier wirklich eine schöne, also die Tanne von Mighty Pine. Richtig gute. Leicht ätherische Tannennadeln. Und dann ist da aber wirklich so eine schöne Süße bei einem Hauch von herber Preiselbeere. Nee. Frische Luft. Die frische Luft, ja, gibt wahrscheinlich das Ätherische. Aber ich finde die Preiselbeere nicht. Also. Ach so, hier. Frankie. Ach so, und da Kater. Der schläft. Oh, Leute. Hier bin ich wirklich sehr schön. Das ist ein für mich süßer Nadelduft. Frisch, süß, nadelig, sehr, sehr schön, das Sleigh Ride. Wir machen weiter mit dem Rum Pum Plum. Süße Pflaumenmarmelade und Vanillezucker in einer knusprigen Butterkruste bilden eine Hymne auf die Köstlichkeiten dieser Welt. Das klingt ja hervorragend. Butterkruste. Ja. Süße Pflaumenmarmelade mit einem Touch sauer. Der ist scheiß lecker. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Ist so. Oh Gott. Oh. Alle vor die Nasen, die auch auf den Sweet Palm Pastry gestanden haben. Der ist anders. Der hat wirklich diese Butterkruste. Oh Gott, Leute, wie lecker ist das denn bitte? Butterkruste.
Pflaume, Zucker. Alter. Und ich muss es sagen, ich habe das jetzt mindestens schon das dritte oder vierte Mal geschnuppert. Es ist auch wirklich immer tagesabhängig. Aber heute finde ich den noch besser. Also, ich habe aber heute auch nicht viel geschnuppert, außer Leute beim Einkaufen. Also, war jetzt nicht so die große Freude. Sherry's Jubilee. Oh. Halten Sie Platz für den Nachtisch frei. Schwarze Kirsche köchelt mit Himbeere und einem erfrischenden Hauch von Zitrone. Hi, Fidi. Hi, Bibi. Hm? Passt du draußen auf? Seht ihr Fidi? Fidi, komm mal her. Einmal aufstehen. Ja. Sag einmal Hallo. Sag Hallo, hier bin ich. Da muss ich mal rein. Ja. Bist du auch Stefan? Oh, was macht Bonnie, lass dein Nest in Ruhe. Stinkeule. Bonnie, komm her. Komm. Na, komm ab. Ja, komm her, du alte Maus. Bonnie hat ein Loch in der Bauchdecke. Wir haben das beim Streicheln so festgestellt, dass da so eine Beule ist. Und dann war Olli gestern mit ihr beim Tierarzt. Ich musste ja arbeiten und dann muss unsere kleine Maus demnächst operiert werden, ne? Sherry's Jubilee. Habe ich schon vorgelesen, glaube ich, ne? Halten Sie Platz für den Nachtisch frei. Schwarze Kirsche köchelt mit Himbeere und einem frischen Hauch von Zitrone. Also die letzten Male hat er für mich kirschig marzipanisch gerochen. Oh, der geht so ein bisschen Richtung Sherry Limited. Also diese richtig süße Kirsche. Vielleicht ein Hauch von Zitrone, aber auch eine Marzipannote. Ich finde den sehr gelungen, aber ich liebe ihn auch. Kirsche, wenn ich jetzt so am ganzen Bar schnuppere, das sieht auch ein bisschen blöd aus für euch, oder? Ja, ist auch ein bisschen Himbeere, aber süße Kirsche, ein Hauch Zitrone, doch. Leichte Marzipannote für Kirschfans, für Fans von süßen Kirschdüften. Ein Knaller. Jetzt kommen wir zu dem, der mich letztes Mal total überrascht hat, weil er heißt Vanilla Barnwood. Vanilla Barnwood. Und Wood-Düfte sind ja überhaupt nicht meins. Tannenholz bedeckt mit cremiger Vanille und reichem Amber zaubert eine malerische Winterlandschaft. Also Amber. Und Holz, Tanne mag ich, Holz nicht, machen mir immer so ein bisschen Bedenken, weil es ist zu holzig, es ist zu parfümig, aber der hier, der ist einfach schön. Der ist wirklich schön, das ist auf einen Kandidat, der geht in den Club, ne, ganz klare Sache. Der ist kuschelig, der ist cremig süß. Parfümig, kuschelig. Also für mich riecht er so wie so eine behagliche Wolldecke. Der ist einfach schön, Leute. Da kommt kein Holz. Also du hast vielleicht so eine Ambernote. Oh, ist der schön. Die Vanillecreme macht ihn süß. Er ist so. Oh, das ist richtig behaglich, wie so eine leckere Vanille-Body-Lotion im Winter. Also, der ist ganz großes Kino, finde ich. Ganz großes Kino. Ja, das waren die Feiertagsdüfte. Jetzt zeige ich euch noch, was noch reinkommt. Es kommt das Retro Reindeer. Das ist ein Element-Warmer ohne Licht. Oben seht ihr das Lebkuchen-Männchen, das als Tischventilator wiederkommt für 42 Euro, 14 cm hoch, Keramik. Also wenn man ihn so sieht, mag man das gar nicht glauben, aber es ist wirklich Keramik. Ich habe mir auf der Arbeit den Tischventilator mit diesem Pumpkin geholt. Den finde ich auch total super. Und da passen zwei Pots rein. Klasse Performance, coole Geschichte. Es kommen auch die drei Pots hier. Einmal Duftventilatoren für den Tisch bis zu 2 cm Pots. Und Pots gibt es Cranberry Candy Cane,
Sleigh Ride und Vanilla Barnwood. Leute, das wird super. Das wird ja eine richtige Vanilla Barnwood-Geschichte. Der Tischventilator, den ich natürlich jetzt nicht bei mir habe, weil er auf der Arbeit ist, wird mit USB betrieben. Wenn ihr aber einen Raum habt und sagt, ich hole mir eine Powerbank, könnt ihr den auch mit einer Powerbank betreiben, wo ihr keine Steckdosen habt. Ich finde ihn richtig gut. Dann haben wir diesen kleinen süßen Schneemann mit Tischunterteil und das coole Yeti Nackenkissen. Das ist richtig plüschig. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig gut seht hier. Es ist so plüschig. So plüschig. Es ist so plüschig. Dann kommen zwei Disney-Produkte, und aber die Disney-Richtlinien sagen, man darf die nicht zeigen. Es kommt einmal eine Mickey- und Minnie-Maus-Lampe raus, 18 cm hoch, ein Elementwarmer mit Keramik. Und ich muss sagen, er ist wirklich schön, das ist so eine Schlittenkutsche. Könnt ihr auch auf meiner Insta-Seite sehen oder in meiner Facebook-Gruppe. Dann kommt wieder der Disney Season of Magic Bar, Zuckerkristalle, Eiszapfen, süße Pinie und Waldbeeren. Toller Nadelduft. Wirklich schön. Und dann kommt Stitch als Buddy. Und er hat am Bauch so eine Weihnachtslichterkette, eine Weihnachtsmütze auf und eine Weihnachtsmütze im Mund. Als Buddy raus. Dazu gibt es das einmal das Sandpack mit Experiment 6x6 und den Sensibar Stitch für 9,25 Euro. Das Sandpack für 10,75 Euro. Der Buddy kostet 71 Euro und die Kutsche kostet 120 Euro. Meine Fresse, ist auch ein bisschen sehr hübsch, ne? Muss ich euch ehrlich sagen. Guckt bitte auf meiner Insta-Seite. Ich darf es nicht teilen. Dann kommen drei wunderschöne Juwelen. Guckt euch diesen Diffuser-Schirm an oder diesen Diffuser. Dann die Tischlampe mit den Schneeflocken. Einfach schön. Und dann diese Schneeflockenlampe. Und unten haben wir ein Häuschen. Einmal dieser Stab vom Bethlehem, den Gnom als Wanddingspunkt und diesen tollen Schneemann, ein Element Warmer, der super performt und ein bisschen Licht bietet vom letzten Jahr. Wir haben den Premium Raum Diffuser Noble and Bright, Schirm und Unterteil 198, nur Schirm 85 Euro. Dann haben wir Frosted Gems. Mit Unterteil für den Tisch 50 Euro. Die gibt es auch mit Wandstecker für 35 Euro. Die ist wirklich hübsch. Also nochmal eben diese Schneeflockenlampe, ne? Guck mal hier. Schick, schön. Und dann haben wir die 20 Watt Fabulous Fury. 16 cm hoch. Das ist diese Schneeflockenlampe hier. Die kennt ihr, die Unbelievable und die Flower Shy. Die haben ja so Reliefe sind das nicht. Die haben die Muster so eingelasert, das sieht total 3D-dimensional aus und ich denke, das wird auch bei der Lampe richtig fetzen. Das Note-In-Häuschen hat 25 cm Höhe, 25 Watt und ist aus Metall für 85 Euro. Rejoice, 50 Euro für den Tisch, 35 Euro mit Wandstecker, das gleiche für den Gnomen, 50 und 35. Und das Sparkly Snowman, der richtig süß ist. Kostet 99 Euro als Element Warmer. Ich finde die Element Warmer, die haben eine richtig gute Duftperformance. Also, I really need to say it. Jetzt kommen wir zu einem Kaffee. Und zu einer reinigenden Seite. Waschmittel, Handseifen, Handcreme. Und Sprühreiniger. Wir haben einmal, oh cool, Handcreme in Tinselberry, Erdbeere, Preiselbeere, Zimt, süßer Zucker. Riecht wie so ein Früchtetee. Gibt es einmal, also es gibt die Handseifen zu den Feiertagen im Dreierpack für 38,25 Euro. Das einmal bei White Amber and Silk, warmer Amber, Goldmelisse, beruhigende Baumwolle. Ich mag den sehr gerne. Ich finde, der ist sehr cremig, sehr umschmeichelnd und hat ein bisschen was von Rexona Duff Deo. Dann gibt es Eukalyptus Wrath, also frische Eukalyptus, Wacholder und frostige Minze als Seife und Tinselberry. Ich zeige euch das einmal eben vom Nahen. Die Seifen und die Handseife. Dann sind wir oben bei dem Textilerfrischer Arcticus. Sehr geil.
Dann haben wir das Kombiangebot Arctic Kiss. Enthält ein Waschmittelkonzentrat und zwei Wäschedüfte für 56,75 Euro und der Textilerfrischer für 17 Euro. Arctic Kiss ist ein süßer Minzduft, der ist sehr schön. Oh Mann, ich muss mir den wahrscheinlich holen. Da steht arktische Minze, frische Luft, Vanillewolken. Also die Vanillewolken machen den wirklich sehr, sehr schön süß. Dann haben wir den Sprühreiniger Snow Kiss Cranberry. Preisebeeren, weißer Balsam, gezuckerte Hölzer. Ja Leute, ich sag's euch, das wird ja einen ganzen flotten... Da kannst du putzen, hast den ganzen Weihnachtszauber, da ist der Hammer. Ich bin eigentlich voller Weihnachtsmuffeln. Auch so Weihnachtsdüfte und Herbstdüfte ist überhaupt nicht meins, aber diese Weihnachtskollektion finde ich grandios. Und jetzt kommen wir zu etwas, was mein Duftblumenherz richtig hochleben lässt. Duftblumen, die sich einfärben zu Weihnachtssternen. Duftblume Radiant Red Poisenta, 22,75 Euro. Und es gibt sie mit Cranberry Candy Cane, Sleigh Ride and Vanilla Barnwood. Guckt euch die mal an. Ich muss euch sie nochmal zeigen. Ich hoffe, ich kann sie hochhalten. Zeige ich sie euch richtig? Ja. Guck mal, wie schön die sind. Ja, die muss ich noch kennen. Ab 1.10., das heißt morgen früh um 8.56 Uhr, beginnt so etwa die Warteschleife. Wenn ihr an der Sammelbestellung teilnehmen wollt oder ich mache ja Montag sonst immer eine, morgen mache ich aber die wegen des Monatswechsels, meldet euch heute gerne bis 20 Uhr, 20.30 Uhr bei mir. Das kriegen wir noch hin. Dann wollte ich euch, bevor ich jetzt zu der... Oh, hier ist Fidi. Bevor wir jetzt zu der Brustkrebskollektion kommen, ja, gibt es auch einen Flyer zu, den ich natürlich jetzt nicht ausgedruckt habe, blöd wie ich bin. Es gibt aber auch eine wunderschöne Lampe und ein Buddy dazu. Habe ich auch bei Insta geteilt, guckt ihr das euch gerne an. Wollte ich euch aber einmal eben das neue Design der Duftblumen zeigen, denn sie werden jetzt kartonagig verschickt. Ich habe jetzt einmal die Prinzessin im Blumen. hier habt ihr einmal die Flasche, wo das Öl drin ist. Und in dem anderen Paket ist dann die Blume drin. Ich packe das jetzt nicht aus. Ich habe nämlich noch gerade ein paar Jammytime. Ich habe Jammytime als Duftblume jetzt im Schlafzimmer. Und im Vorraum habe ich Amazon Rain. Und hier drin ist dann halt die Duftblume. Im Dahlia-Design. Bei den Prinzessinnenblumen ist das Coole, wie auch schon bei Lilo und Stitch, dass das Öl, das Duftöl, rosa ist und sich die Blume nachher rosa einfärbt. Ich kann es euch mal eben zeigen. Welcher Duft ist das? Dream Big Princess. Das ist ein wunderbar süßer Kaugummi, bäriger Kaugummi-Duft. Oh, love it. Mit Tiana drauf. Guck mal, Tiana, Jasmin, Tiara und Ariel. Heißt sie Tiana? Vajana. Boah, Alter. Tiara, Vajana, Jasmin und Ariel. Mann, Demenzia hier, ey. Richtig. Oh, sie ist so schön. Und hier seht ihr auch, dass sie so rot ist. Das ist ein ganz toller Duft. Ich hoffe, er kommt noch mal raus. Ich denke aber ja. Wer schlau war, hat ihn sich in den Club gelegt, wie ich es gemacht habe. Da muss ich auch mal sagen, dass ich auch mal einen schlauen Moment hatte. Ja, das wollte ich euch nur mal eben erzählen mit den Duftblumen, dass die halt jetzt ein neues Design haben. Wir kommen zur Brustkrebskollektion. 34 Euro, 4 Bars. 7 Euro gehen an Spenden aus. Finde ich super. Ich fange an mit Turn Up the Pink. Es sind 4 Düfte, die sind noch nicht einzeln erhältlich. Ich weiß nur nicht, ob man sie nachher, ich denke, man kann sie nachher einzeln in seinen Club legen.
Turn up the pink. Saftige Zitrusfrüchte sorgen mit Gardenienblüten und Rosenholz für eine aufmunternde Erfrischung. Ja, wunderbar floral. Eine tolle Gardenie. Ganz leichte Holznote, ganz minimal, also dass es ein bisschen Parfüm hört. Aber Zitrus? Zitrusfrüchte, ja. Doch, ein bisschen Zitrus hat man auch. Also auf den ersten Schnuff Gardenie. Floral, parfümig, schön. Also nicht so parfümig wie den letzten Schimmer oder so. Durch die Zitrus wird der ein bisschen leichter. Also der ist sehr schön, der Turn Up the Pink. Also doch, gefällt mir sehr gut. Positively Pink. Himbeere und Vanille bilden mit reichhaltigem Sandelholz eine wohltuende Komposition mit einem Hauch von Süße. Positively Pink. Ja, da sind wir wieder. Sandelholz. Not mine. Entschuldigung für Sniffen. Ja, Sandelholz. Sandelholz. Oh, das ist nicht meiner. Tut mir leid. Himbeere und Vanille. Himbeere rieche ich. Aber das Sandelholz überwiegt in meiner Nase. Ich mag kein Sandelholzduft. Leute, das ist aber richtig Sandelholzlassig. Also, der ist auf jeden Fall was für Fans von Satin Sheets. Himbeere und Vanille, vielleicht ein bisschen die Vanille. Aber für mich sehr Sandelholzlastig. Holla die Waldfee. Oh, oh. Ja, sehr Sandelholzlastig. Eye Pink Eye Cam. Eine dynamische Mischung aus Kokosnusswasser, tropischem Steinobst und Hibiskus-Nektar fördert die positive Einstellung. Oh, Entschuldigung. Hibiskus. Einen leicht tropischen Einschlag durch die Steinfrucht vielleicht, also so ein bisschen dieses spritzige, was könnte es sein, eine Nektarine oder so. Aber vor allen Dingen ist es Kokosnusswasser, ja, das könnte auch damit hinkommen. Tropisches Steinobst, was ist denn so ein tropisches Steinobst? Aber vor allen Dingen hat der eine wirklich schöne Hibiskusnote. Kokosnusswasser, Ganz toller Hibiskusduft. Und da ist die Frucht drinne. Die macht ihn leicht und nicht so schwer. Kokosnusswasser kommt vielleicht warm raus. Sehr schön. Eye Pink Eye Can. Sehr schön. Pink Spreads Hope. Hoffnung blüht in einem Strauß aus rosa Parfait-Rosen und Veilchen, der mit Blattgrün akzentuiert ist. Parfait-Rosen und Veilchen mit Blattgrün. Blattgrün, ja. Rosig, ja, aber nicht so rosig wie eine Rose. Also eine rosane Rose oder eine rote Rose, sondern. Und das Veilchen spielt da vielleicht auch mit rein. Der macht ihn so ein bisschen leichter, nicht so. Ja, ein Rosenduft ist natürlich ein schwerer Duft, aber. Sehr schön, der ist wie so eine Körperlotion, wie so eine Bodylotion. Oh, so eine parfümige Bodylotion. Gefällt mir außerordentlich gut. Cremig, aber rosig und einfach wunderschön, das Blattgrün. Gibt ihm vielleicht so einen Hauch. Ja, man riecht so das Blattgrün, also es ist wirklich. Als wenn du die Nase in so einen Rosenstrauß, der noch andere Blumen dabei hat, reinsteckst. Also sehr schön. Ja, das war mein Vorstellungsvideo zu der Feiertagskollektion, zu der Brustkrebskollektion Pink Awareness
und die Feiertagsdüfte. Es tut mir leid, ich war so eingespannt die letzten Tage. Arbeit, nach Hause kommen, kochen, Haushalt, Verpflichtung. Wir gehen wieder zur Hundeschule. Es war einfach so viel um die Ohren. Also deswegen hatte ich einfach keine Zeit, jetzt ein Video zu drehen. Aber ich versuche es wieder beim nächsten Thema zu machen. Wahrscheinlich, wenn meine Bestellung kommt, weil ich werde mir aus der Feiertagskollektion, ich erzähle es euch nochmal eben kurz. Ja, also das Retro-Rank hier muss bei mir einziehen, der Lebkuchenmann, das Reisekissen, oh Gott, bin ich nicht über. Dann wahrscheinlich dieser wunderschöne Tannenschirm für den Diffuser, die große Schneeflocken und die kleine Schneeflockenlampe. Den Schneemann habe ich ja schon. Das Note in-house, nö, das ist nicht so meins. Die Seifen werden einziehen, das Waschmittel wird einziehen und die Duftblumen. Ja, und sonst habe ich aber auch überhaupt keine Probleme, ne? Also, darum bin ich ja auch total sensibel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen geht es los mit dem neuen Monat, dem Oktober. Und um 9.01 Uhr wird das Sortiment umgestellt, 8.56 Uhr. Ist Warteschleife, wenn ihr an der Sammelbestellung teilnehmen wollt. Entweder montags, obwohl ich den Montag wahrscheinlich ausfallen lasse. Das wäre dann der Montag, der 9. Da geht es dann weiter mit den regelmäßigen wöchentlichen Sammelbestellungen. Habt einen schönen Samstag, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Und vielleicht schlägt das Wetter ja bald mal um, dass wir ein bisschen Septemberlaune kriegen. Bis dann!